Rakete mit Elektro. Ja, kannst du machen. Mit Nitro. Mal sehen, wie schnell ich oben bin. Und ob ich überhaupt oben ankomme. Ja, bei mir klappt es bis jetzt auch ganz gut. Ja, und du schaffst es nicht zum Berg hoch, weil das zu steil ist. Ne? Komm, nein, du sollst an die Ritterrutsche, nein! Oh. Ich rutsche aber auch schon wieder. Hey. Immer schön auf dem Motor drauf, damit er immer in die Luft geht. Top. Ja, oh, das muss man davon ja auch haben, ne? Die Tür geht auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Nee, es ist einfach zu steil da oben. Also wir kommen das Stück hoch, keine Frage, aber wir schaffen den ganzen Berg halt nicht. Guck mal, ich reiz hier hoch, wenn das auf der Karte ist. Siehst du, wie schnell ich dir näher komme? Das ist Wahnsinn einfach, aber dann wird er so steil. Meinst du, dass du schnell näher kommst, ja? Ist nicht doch. Hey, du siehst, wer lässt sein Ziel erledigen? Hier geht's gerade runter, wa? Jo. Ich bin schneller als du, warte. Ja. Jetzt wird's. Die ist eingeholt. Oh verdammt. Wir müssen uns eine andere Stelle suchen. Lass uns woanders hinfahren. Da war gerade schon wieder ein Wanderer. Ja, da war auch einer. Ui, jetzt ist er platt gewalzt. Ja. Oh mein Gott. What the fuck? Also Mesa macht schon Laune, muss ich sagen. Alter, selbst die voll aufgetunte Elektro quält sich hier hoch. Ja, es quält sich jedes Auto. Elektro ist kein Auto. Elektro ist ein Motorrad. Naja, ist auch Elektro, hört sich hier schon so an. Jetzt sie kämpft sich hier hoch. Christian, wie bist du da hochgekommen? Nein! Immer links gefahren. Da, ich war wieder runter. Jo, sehe ich. Oh Gott sei Dank, war der Baum da. Alter, jetzt fahr doch so, Mistkerocke. Oh, tut mir leid, Typ. Da komme ich nicht lang. Muss ich gucken, dass ich da hinten hochkomme. Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin noch vorhin da hochgefahren. Mann! Ah, oh, jetzt hat. Oh, ich geb's gleich auf, Mann. Mal kurz was Ungesundes tun nebenbei. Alter, ich fahr mit dem Speed um die Kurve und kipp fast um, ey. Von dem Anziehungskraft. So. Speedkraft. Da. Das müsste klappen. Alter, wo liegt mein Bike? Das liegt immer noch da oben. Ich bin da 300 Meter weiter abgestürzt, das ist das Bike. Oh, ne, ist klar. Ganz kleine Tanne gewesen, was, und da fahre ich gegen, ey. Nein, nicht schon wieder sterben. Ich will jetzt noch mal mein Geld einzahlen. Nee, hab ich ja schon gesagt. Huch?
Am besten ist ein Wanderweg. Nee, ich höre auf, das bringt mir nichts. Ich, oh, ich bin oben. Ich hab's nicht geschafft. Ja, mein Bike liegt irgendwo auf dem halben Weg. Ja, mein Auto ist schon so beschädigt, dass er schon einen Getriebeschaden hat. Das schaltet schon falsch. Also, das bringt nichts mehr. Weiter links, da wo wir hochgefahren sind, Benny. Weiter links, ja, da ist ein Wanderweg. Ich weiß, aber ich schaff's nicht mehr. Ich schaff nicht mal mehr die Leichte gucken. Ich versuch's hier nochmal, aber es wird auch das nicht klappen. Das ist einfach zu steilen. Ist auch der Mount Chilien nur wo hochfahren. Ich weiß. Ich weiß nicht mal, wo du lang gefahren bist mehr. Die hier nur gucken, Alter, denke ich, über dich nicht mehr hochkommen kann. Ich bin sowieso schon zu weit links wahrscheinlich. Toll. Na Gott, ist aber vor den normalen Weg hochgefahren, ne? Nö, nachdem ich mich eine ganze Weile lang rechts lang den Berg hochgequält habe. Pass auf, vielleicht darf ich es jetzt mal gucken. Erster. ist klar. Voll aufgesetzt. Ja, hier gibt's doch gar keinen Weg da hoch, Alter. Ich weiß nicht mehr, wo Christian lang gefahren ist. Ich hab das jetzt die Orientierung verloren. Ich war jetzt einen anderen Weg. Das war ein Kampf, ey. Meine Herren. Ich hab den Kampf noch nicht beendet. Ne, gut. Dann haben wir ja noch Hoffnung, wa? Aber hier müssen wir mal das Motorrad dran machen, hey. Boah, schon wieder. Ah, das ist geil. Wie war das? Nur fliegen ist schöner. 3 Sekunden vom Mount Chea drunter. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das Spiel ist ein Arschloch gerade. Ja, Tom ist auch den normalen Weg hoch, ja? Ich weiß nicht mal, wo der normale Weg mehr ist. Ich müsste sofort auf die Straße zurück. Ich bin auf jeden Fall auf dem. Ich sehe den einen Weg da schon, aber ich komme ihn einfach nicht näher. Doch so nah und doch so da fern. Ist der Benny, der Träumer. Oh, scheiß Busch, verzieh dich. Geh in deine Regierung, oder was? George W. Bush, ey. Oh. Ah, Gordon kommt da schon langsam näher. Mir? Ja. Pass auf, ich schubst dann noch runter. Nee, dann hau ich ihn aber aufs Maul, ey. Natürlich seh ich. Ja, kannst ja zugucken. Ich weiß nicht, was auf dem Weg ist, aber ich bin auf dem Weg. So, ich mach mir jetzt erstmal eine Zigarette und ich hoffe, meine Frau kommt auch langsam mal an Land. Tja. Ich muss mich nicht bei dem Schützenkönig voll durchsaufen. Ja, Alter, was wenn es sonst ist, warum nicht? Nee, das muss nicht sein, dass sie jedes Wochenende säuft. Tommy, ich nehme auf. Na, siehste, da ist er doch. Oh. Warum habe ich jetzt schon wieder 100 Dollar, 100 RPs gekriegt? Nur weil ich auf dem, Wow! Wow! Da greift mich Christian einfach so eiskalt an, oder versucht es jedenfalls. Die beiden laufen ja schon weg. Wo die stecken. So. Benny und ich arbeiten uns ja langsam nach oben. Ja, langsam ist das Wort. Ja. Ja, deswegen. Das nicht als Steinhobel hier immer. Nicht immer mit Vollgas. Das weiß ich selber. Aber ich muss mich auch ein bisschen beeilen jetzt mal. Ja. Wow, sorry.
War doch gut, so bin ich wenigstens den Berg nicht runtergeflogen. Du standst ja wie ein Stein, ey. Oh! Na gut, dann doch lieber hier. Oh, quetsch, drück. Naja, da seid ihr ja. Also, geht doch. Länger geht aber heute. Umpacken. Ja, klar. Geht schneller so. So, und wo wollen wir dann gleich runterfahren? I don't know. Benni, heute schon gebrannt? Du Saftsack, was soll das? Sag das nochmal. Hast du mit Saft im Sack? Molotow da, meine Güte. Ich bin keine Molotows. Weiß, was es ist. Alter, noch so ein Ding. Ja, klar, ich mich auch noch hier, ey. Mit anzünden. Noch so ein Ding, Körperring. So, da geht's wieder. Alter, ich hab dich nicht umgebracht. Aber du wolltest es gerade, du hast angezielt. Spawnt sie eh hier oben wieder, ist doch kein Ding, Mensch. Nachher hat er die Arschkarte, das spawnt ganz unten. Nee, das glaube ich nicht. Dann hole ich ihn ab, ist kein Ding. Nee, siehst du das? Ich bin gerade der Berg nicht hochkommt. Wieso? Ich bin jetzt im Pussy-Modus gegangen, weil wir wollen das, sonst kriegen wir es nie hin. Wir können uns später nochmal bekriegen, können wir machen, kein Ding. Fernrohr gucken. Pussy-Modus ist Weichei-Modus. Dann würde ich mal sagen. Ja, ich sagte, wir können das später machen, sonst halten wir uns zu lange auf. Also vielleicht. Ja, dann anschließend entweder in der Richtung. Wo Grund ein bisschen beiseite. Na gut, ich geh aus dem Post. Oder dass wir halt in die Richtung runterfahren. Was haltet ihr davon? Benni? Ich würde sagen, wir fahren ganz vorsichtig auf die Plattform zum Fallschirmabsprung und fahren da runter. Meinst du bei der da hinten, ja? Ja, da wo die Seilbahn ist. Auf die Seilbahn springen mit dem Auto? Gut, hoffentlich klappt's auch. Naja, das war klappt so nicht. Klar. Das glaube ich, das klappt wohl nicht. Also ich komme drauf, ich kann das. Genau, nimm mal deinen Fuß weg, sonst stehst du in der Blutlache. Alter, das Blut ist aber auch gespritzt hier. Oh, ich hab aber... Also ich würde eher sagen, dass wir da vorne hingehen. Okay, jetzt sind wir wieder mit drin. Sonst schaffen wir das nicht. Nein, nein. Würde ich eher sagen. Ey, da habe ich eine Idee. Da ich ja mein Bike habe. Also man kann theoretisch wirklich mit jedem Auto auf dieses Gitter drauf, aber du musst halt mit Schwung und du musst halt genau perfekt landen. Das ist es ja. Das ist Übung. Also ich krieg's oft hin, aber auch nicht immer. Also keine Garantie dafür, ne? Also wir können auch zur Not woanders runterfahren, das ist mir egal. Oder wir springen hier unten, wo dieses komische Steg ist von. Ja, genau da. Ja, dann lieber das besser als diese Haus da. Gordon, lass zum Steg fahren. Sicher, aber wegen eurer gepanzerten Autos, das ist zu groß, glaube ich. Kann sein, dass ihr sonst mit dem Reifen dazwischen hängt. Bam! Oh, warte. Ist der Dreier gestorben? Hä? Was ist denn mit dir los? Ich bin im Gegensatz zu euch mit einem Bike unterwegs. Ach so. Ja, wieso bist du schon runtergefahren? Wow! Wollte eigentlich vom Bike absteigen und dann den Fallschirm ziehen. Juhu. Aber das hat nicht wirklich so funktioniert. Das ist hinter mir noch Gordon, ne? Gordon, kommst du? Ja, wenn ich mich dann mal hier so rausgekraxelt habe. Okay, dann fahr ich los. Ey, ohne Scheiß. Nein, ich hab kein Fallschirm! Ach, verdammt. Scheiß auf Fallschirm. Ein Auto runter hier. Ich bin ausgestiegen. Guck, ob ich das Auto nochmal kriege. Ich hatte keinen Fallschirm, Alter. Warum das denn? Ich hatte auch noch nicht einen. Ich hatte immer einen eigentlich. Jo. Mein Auto rollt immer noch, sehe ich, Alter. Mein Auto rollt immer noch. Das kann auch sein, dass ich es bin hier. Nee, mein Auto wird ja angezeigt. Das so. Ist schon. Wenn
Und hoffentlich kann ich wieder einsteigen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wer ist denn da mit dem Auto? Hier ist Moped. Hier ist Moped. Wem gehört das Moped? Tommy. Tommy, mach mal frei kurz. Ja, mach frei, dann bring es dir runter und tausch mal. Sag mir Bescheid, dann steige ich ein. Warte mal kurz, ich war die verkehrte Taste. Den nehme ich gerade neben deinem Bein. Bist du bei uns in der Crew unterwegs? Ja. Solltest du eigentlich fahren können. Echt? Und Freunde. Ich kann aber nicht einsteigen. Mein Wagen hat da noch nicht mal Boom gemacht, als die Eisenbahn kam. Oh, jetzt fall ich hin und das Bike fliegt hinterher. Er schlägt mich mein Bike. Ah, das Bike hat mich überrollt, ey. Achtung. Alter, oh, super, mein Bike ist da. Ja, bitte. Ich bin draufgesprungen und dann ist es auf einmal gerutscht. Gut, ne? Gott sei Dank ist mein Karren nicht auf dem Kopf. So, dann kann ich mich auch runter. Oh, Alter, sieht das scheiße aus. Oh, Scheiße, das hat Aua getan. What the fuck? What the fuck? Whoa. Oh, Mann, ich will kein Counter-Strike spielen, Leute. Ich will GTA, ihr Deppen. Klatsch, klatsch, klatsch. Ich will Counter-Strike offensiv anfangen. Meinem Freund. Oh, das war knapp. Ich konnte noch gerade so bremsen für dich. Ey, habt ihr nachher mal Lust, eine Runde Deathmatch zu spielen oder sagt ihr dann so, nee, dann reg ich mich nur auf? Überlebenskampf, ja, aber Deathmatch. Nee, Deathmatch. Wie viel vielleicht? Ich auch mal dabei. Ü-Kampf ist ja, ja. Oh, ich komm nicht weg hier. Ü-Kampf auf dem PC ist auch geil. Wir sind die ganze Zeit den Bäumen ausgewichen. Dann ist nur noch einer da. Und was macht Tommy? Er knallt genau gegen den letzten Baum. Irgendwer schießt auf mich. Gordon? Nein. Ich. Echt? Jetzt auf Sniper, ne? Ja, auf das Auto. Hast mich aber nicht getroffen. Nee. Aber ich hab dich gesehen. Ja, ich hab nur immer nur auf das Auto geschossen. Leute, du kommst mal in eine Richtung. Ach, da unten auf der Straße, ne? Hey, ja. Oh, scheiße, ein Einzug! Oh. Das macht nichts. So, oh, ich voll gegengeheizt, aber nichts passiert. So, und wer ist jetzt alles nach oben? Boah, ich. Der ist nach oben. Der ist noch nicht losgefahren. Wer fliegt Hubschrauber? Tommy. Ich. Oh, oh. Alter, was hält denn die Kiste aus? Ja, also. Scheiße. Also besetze ich dich dann noch nicht. Ja, mich? Gordon. Wir gucken gerade über das Zielfernrohr hier. Hättest mal sehen sollen, Christian. Eben. Sah aus wie auf so einer BMX-Rampe. Ich komm nicht. Gordon macht damit einen Fallschirm. Wo ist denn Gordon? Ein Fallschirm unterwegs. Alter. Tommy, lass es. Hör auf, mich hier wegzurotoren, Alter. Alter! Ey, sag mal. Jetzt. Ich glaub, euch hat's da, wa? Alter! Hey, super, danke. Alle schießen sie auf den, ey. Echt, ihr seid so eine miesen Drecksäcke, ey.
Du Saftsack! Ich mag Rache. Dich! Ich hab dich noch nicht mal wegrotort. Morse Mutual, how can I be of service? I'll do my best. Da ist ein Bulle hinter dir her, kann das sein? Oh, jetzt nicht mehr. Da ist hinter dir her. Das war die Rache für unseren Hubschrauber-Scheiße. Und du hast mein Auto kaputt gemacht. Na klar, das stand doch, Tommy hat Träume und bisschen zerstört, stand da. Hey, das warst du doch, Alter. Du bist ja mit dem Hubschrauber angekommen und dann bin ich in dem Moment in die Luft geflogen mit Christian. War das echt Gordon? Er hat mich erledigt. Echt, dann hat das aber gut hingekriegt, dass ich dachte, dass du das warst. Gut ab, Alter. Das war genau sein Video. Mhm. Das war echt, also es sah echt so aus. Ich war so sicher, dass das Tommy war. Wo sind denn die Scheiße hier, dieses Mensch? Wäre doch keiner hier, ja. Ah, ja. So, das hast du zurückgekriegt. Du hast mich doch zuerst abgenietet. Umgenietet. Habe ich gar